Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Read, der Vater aller Monster, Kapitel 5, Abschnitt 4. Ja, Blackjack ist immer noch da. Yep. Hat zwar bisher noch keinen Kommentar abgegeben, aber was soll's. Na, also, wir waren jetzt hier stehen geblieben. Hörte sich Cypher oder war der Blick dieses Kerls lauernd geworden? Vorsichtshalber legte er seine Hand neben die Gunblade und ließ seine Finger über den Griff tanzen. Wegen solcher Sätze, naja. Der Musterbeschwörer sollte wissen, wie weit er gehen durfte. Nur die Ruhe, Doktor, oder was sie auch sonst sind. Wir kommen nicht aus Ashtar und wir haben mitnichten die Absicht, sie zu vernichten. Im Gegenteil, wir haben den weiten Weg von Ballambi her unternommen, um uns ihnen anzuschließen. Nun wirkte der Beschwörer überrascht. Sich mir anschließen? Warum? Hat der neue Herrscher von Ashtar sie rausgeschmissen oder dienten sie Adel? Cypher schüttelte den Kopf. Ganz zu meinen. Aber wir haben einen gemeinsamen Feind, der mindestens so gefährlich ist wie die gesamte Ashtar-Armee. Und damit begann er zu erzählen. Er berichtete, wie die Gardens gegründet worden waren, wie eine ansehnliche Zahl von Kampfexperten ausgebildet worden war, die gegen übernatürliche Wesen geschickt worden waren. Und darüber, wie sie in diesen Wesen die GF fanden und diese Schutzgeister einsetzten, um zu mächtige Leute zu stoppen. Er beschrieb, wie er und seine Stiefgeschwister im Garten ausgebildet worden waren, wie er, Raijin und Fujin, zu Artemisia gekommen waren und wie Squall und die anderen Seeds die übermächtige Hexe schließlich besiegten. Er erwähnte auch, dass es nur sehr wenige Seeds außer dieser Truppe gab, die solche enormen Kräfte besaßen. Unglaublich, flüsterte der grau gekleidete Mann am anderen Ende des Tisches. Da bin ich gerade einmal 20 Jahre weg und schon wird eine neue Elite-Einheit gegründet, die mir gefährlich werden kann. Und sie behaupten, diese 6 Leute könnten Rubrum-Drachen und Morbole mit derselben Leichtigkeit wie sie selbst zerstören? Cypher knirscht mit den Zähnen. Ja, wie soll man das nachfragen? Ich muss zugeben, dass es ihnen sogar noch leichter fällt, wegen ihrer verdammten Schutzgeister und den Kopplungen, die sie ihnen verleihen. Soweit ich gehört habe, fliegen sie zum Trainieren zum Tor der Hölle raus. Also das ist so eine Gruppe von Inseln, wo Level 100 Viecher auftauchen immer. Also, weil man im Spiel dann recht gut leveln konnte. Der Wissenschaftler wollte etwas erwidern, aber er wurde durch ein Warnzeichen unterbrochen. Hastig ging er zum Pult hinüber, das eine Menge Überwachungsmonitore aufwies. Einige Sekunden starrte er hinein, dann verkündete er: Wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, dann sind die Leute, die Sie eben beschrieben haben, gerade auf den Gang gestoßen. Kommen Sie bitte einmal her. Das brauchte er Cypher nicht zweimal zu sagen. Er stand mit solcher Geschwindigkeit auf, dass der Stuhl umflog und war 2 Sekunden später am Monitor. Zur Hölle, fluchte er. Das sind wirklich die Seeds. Sie müssen wie die Verrückten gesucht haben, um den Gang so schnell zu finden. Raijin und Fujin waren ebenfalls näher gekommen, um den Bildschirm zu betrachten. Auch auf ihren Gesichtern zeigte sich Missbilligung. Quistis, bemerkte Fujin plötzlich. Raijin runzelte die Stirn und zählte: Squall, Renoir, Xell, Selfie, Irvine. Sie hat mal recht, Cypher. Quistis Tree fehlt. Niemals! Cypher lachte humorlos. Unsere lebenswerte Ex-Ausbilderin würde ihre Kameraden nie im Stich lassen. Seht, da kommen sie schon um die Ecke geschlichen. Sie bittet das Schlusslicht, um ihren lieben Squall zu schützen. Diesmal lachte er gehässig. Aber diesmal wird sie nicht imstande sein, ihn zu schützen. Diesmal werden sie sterben. Er drehte sich zu ihrem Gastgeber um. Sie sollten schnell handeln, Doc. Ich möchte mich unbedingt noch von ihm verabschieden, bevor sie auf die Monsterarmee treffen. Sie sollen noch wissen... Plötzlich bemerkte er den seltsamen Ausdruck auf dem Gesicht des Forschers. Hey, geht es Ihnen mal gut? Wollte Raijin wissen, der sich ebenfalls nach Cyphers abgebrochenem Gespräch umgedreht hatte. Angst? Fragte Fujin ein bisschen herablassend. Trieb? Quistis Trieb? Aber wie ist das Nö-Punkt? Von einem Moment auf den anderen fasste er sich wieder. Ja, wir sollten diesen jungen Kämpfern tatsächlich entgegengehen. Folgen Sie mir. Wir werden sie auf der Lichtung bei meinem Haustieren erwarten. Sie werden aus nächster Nähe beobachten können, wie ihre Feinde sterben. Du kannst was zu trinken einschenken. Das ist ja schon.
Ups, schon wieder zur Hälfte leer. Vorsicht. Ja, ja, ja. Das ist mein Heiligtum. Ja, du musst dich auch nicht unbedingt gegen die Kante stellen, deine E-Zigarette. Mann. Er ging durch den Raum und öffnete eine weitere Tür. Dieser Gang führt schnell durch den Berg. Wir werden früh genug am Schauplatz sein, um uns gute Plätze sichern zu können. Wollen Sie mir bitte folgen? Warte höflich. Cypher grinste. Mit Vergnügen. Kommt rein, Jin und Fujin. Auf diesen Anblick warte ich schon sehr lange. Sie betraten den Gang und fingen an zu laufen. Der blonde Junge konnte es gar nicht abwarten, Squall am Boden zu sehen. Immer diese Synonyme. Er malte sich aus, wie er ihm selbst ins Gesicht sagte, dass er dieser nicht die richtige Seite gewählt hatte. Er war so sehr in seine Gedanken versunken, dass er nicht bemerkte, wie der Monsterbeschwörer nachdenklich ein wenig hinter ihm blieb. Quistestrieb, murmelte er. Und ich dachte bereits alles Nötige über diese Welt zu wissen. Dabei habe ich das Wichtigste erst jetzt erfahren. Quistes. Er rannte wieder etwas schneller, um nicht den Eindruck zu erwecken, absichtlich zurückzufallen. Bald. Bald würden alle Überraschungen aus der Welt geschafft sein. Dann würde er seine Rache vollenden. Bald. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie. Quistus ist doch jung. Und der Typ in der 20 Jahre. Dann ist er doch mindestens 30 oder 40 Jahre alt oder sowas. Ja. Wie kann der Quistus kennen? Die war damals noch nicht mal geboren. Diese Fernwege macht keinen Sinn. Teilweise. Plot-Twists drin, die keinen Sinn machen. Squall hielt die ganze Zeit vorgestreckt, um eventuell angreifende Monster abzuwehren. In dieser Finsternis hätten sich nicht nur Schattenkriecher verstecken können, sondern auch jedes andere Ungeheuer, sofern es in den schmalen Gang passte. Das würde ihnen immerhin die stärksten Angriffe ersparen. Die anderen folgten ihnen nach, jeder mit gezückter Waffe. Jeder von ihnen wusste, dass sie wieder einem Gegner gegenüberstanden, der annähernd so mächtig war wie Artemisia. Dennoch hatten sie keine Angst. Sie waren ausgebildet worden, um übernatürliche Kräfte von dieser Welt fernzuhalten. Der Tod war für sie zum täglichen Begleiter geworden. Squall, davon wird's wieder heller, flüsterte Xell aufgeregt. Wegen der schwachen Echos konnte dieser ihn sogar verstehen und nickte zum Zeichen, dass er dasselbe selbst auch bemerkt hatte. Vor ihnen befand sich eine Biegung, hinter der Tagessicht zu sehen war. Anscheinend hatten sie den ganzen Berg durchquert und dahinter mussten dann die undurchdringlichen Wälder nördlich von Eschtar liegen. Aber wieso sollte jemand an einen Gang Verwendung finden, der im tiefsten Gestrüpp endete? Squall packte seine Waffe fester, sprang in einer fließenden Bewegung um die Ecke, schwang die Gunblade, um eventuelle Feinde abzuschrecken, und ließ sie wieder sinken, als er sah, mit wie vielen Gegnern er es zu tun hatte. Das Bild, das sich ihm darbot, war so unglaubwürdig, dass er losgelacht hätte, wäre er jemand anderes gewesen. Legionen von Monstern, die stärksten, gegen die sie je gekämpft hatten, bevölkerten eine riesige Lichtung, die sie sich niedergetrampelt hatten. Hinter ihnen traten auch die anderen aus dem Schatten. Allmächtiger, stöhnte Xell, als er sich umsah. Irvine fuchtete nervös um dem Exitor herum, während Renoa Squall an der Hand packte. Quistus rieb sich die Augen und murmelte einige Dinge, die wie »Ich glaub's nicht« klang. Und Safi blieb vollkommen still, was auch ihre Erschütterung zum Ausdruck brachte. Eine geschlagene Minute starrten sie auf dieses Bild, das unglaubliche Macht darstellte, bevor Renoa mit heiserer Stimme etwas hervorbrachte. »Squall, wir müssen den Monsterbeschwörer finden. Wenn er stirbt, dann werden sich die Monster wieder zerstreuen.« Sie klang nicht sehr überzeugt. Einen Augenblick lang gelang es Squall nicht, sich von dem Anblick loszureißen, dann schüttelte er aus dem Kopf. Du hast recht, murmelte er. Bis jetzt haben uns die Biester nicht bemerkt. Wir müssen versuchen, so schwer wie möglich den Waldrand zu erreichen. Dort können sie uns nicht mehr so schnell verfolgen. Wahrscheinlich hat sich dieser Typ irgendwo in diesem Wald einen Unterschlupf gesucht. Er wagte einige Schritte und so unglaublich es auch klang, keines der Ungeheuer bemerkte ihn, als er aus dem Schatten trat und einige Schritte auf den Platz hinaus machte. Langsam ging er weiter, nur keins der riesigen Augenpaare aufzulenken, immer auf einen Angriff gefasst.
Doch keiner kam. Twistus ging noch immer nervös als Letzte. Twistus ging noch immer nervös als Letzte. Da fehlt eigentlich ein Komma, aber na gut. Mit Unbehagen sah sie nach links und rechts, aber anscheinend waren die Monster auf etwas anderes konzentriert, denn sie blickten überall hin, nur nicht zu ihnen. Das machte sie schmutzig, deshalb sah sie sich kurz um. Ein ersticktes Keuchen kam aus ihrer Kehle. Squall, rief sie, die Monster haben uns eingekreist. Der Gang ist von lauter Acheodinos verstellt. Squall blieb abrupt stehen und sah in allen Richtungen. Auf einmal schien es, als ob sich alle Blicke hier im Tal auf sie, auf seine Einsatztruppe richteten. Eine Falle schoss es ihm durch den Kopf. Eine verdammte Falle. Und sie waren darauf reingefallen. Aber es nützt ihnen jetzt auch nichts mehr. Im Kreis aufstellen, befahl er knapp. Sobald eines der Viecher auch nur blinzelt, sprecht Aura auf euch. Und er versucht, den Gang zu erreichen. Alle, die das hier überleben, treffen sich bei der Ragnarok. Ein paar Minuten. Achso, das ist der Forscher. Keine Angst, mein junger Freund. Er scheute plötzlich eine wohlklingende, aber hämische Stimme auf dem Hügel, den die Morbole einnahmen. Zwei von ihnen rückten zur Seite und gaben den Blick auf einen Mann Ende 30, Anfang 40 frei, der sie mit unverhohlener Neugier betrachtete. Ja, wenn der 38 oder so ist, Quistus ist 21 Jahre alt, dann kann die doch gar nicht geboren worden sein, als der verbannt worden ist. Naja. Der hatte einen einfarbigen Anzug aus dunklem Grau an, welches fast dieselbe Farbe wie sein Haar hatte. Seine Blicke waren stechend, sein Mund verriet großen Ernst. Dennoch genoss er seinen Triumph, das spürten die Sieds. So also sehen die besten Kämpfer der Welt aus. Ich muss gestehen, ich hätte ihnen nicht zugetraut, auch nur mit einem einzigen Eschtar-Soldaten fertig zu werden, wenn ich nicht eines Besseren belehrt worden wäre. Bitte nehmen Sie die Waffen herunter. Ich bezweifle, dass Sie es mit dieser Übermacht an Gegnern aufnehmen können. Außerdem werden Sie momentan nicht angreifen. Mein Wort darauf. Momentan. Keiner hinter ihm nahm die Waffe herunter, das spürte Squall. Sie werden doch wohl verstehen, dass wir uns in dieser Situation nicht auf ihr Wort... Sie werden doch wohl verstehen, dass wir uns in dieser Situation nicht auf ihr Wort verlassen können. Ich war dem ehemaligen Eschtar-Bewohner zu. Woher kennen Sie uns und unsere Kräfte? Der Wissenschaftler zuckte gleichmütig mit den Schultern. Nun gut, ich kann verstehen, dass Sie mir nicht trauen. Aber ich denke mir, dieser junge Mann hier möchte einfach gerne noch ein paar Worte mit Ihnen wechseln, bevor ich meine Armee auf Sie hetze. Damit machte er den Platz frei und hob die Hand zu einer präsentierenden Geste. Und statt ihm erschien... Cypher, flüsterte Renoir schockiert. Du Hundesohn, brüllte Xel mit ohnmächtiger Wut in der Stimme. Was hast du bei diesem Bastard da oben zu suchen? Cypher grinste spöttisch. Reg dich ab, Hasenfuß, rief er herablassend. Ich habe nur einen neuen Verbündeten besucht, das ist alles. Was habt ihr denn gedacht, was ich mache? Die Hände in den Schoß legen und mir diese Gelegenheit entgegenlassen? Ich glaube, den nächsten Absatz lese ich noch, dann mache ich eine Pause. Du würdest vermutlich auch unsere Mutter töten, um an mehr Macht zu gelangen, sagte Irwan angewidert. Er sprach nicht besonders laut, aber seine Missbilligung spürte man anscheinend bis nach oben, denn Cyphers Stirn verdüsterte sich. Dennoch war es Raijin, der statt ihm antwortete. Da täuscht du dich aber mal in ihm, entgegnete er. Cypher geht es nicht um Macht. Ich will nur mal eben seine Rache dafür haben, dass ihr ihn so oft geschlagen habt. Mehr nicht. Es geht um seine Ehre. Okay, Leute, ich mache erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Read Fanfics. Der Vater ein Monster. Bis dann.